Wir hatten vor dieser Reportage eine Testfahrt unternommen. Es gab dabei kaum Probleme mit den Bildern, aber erhebliche Schwierigkeiten bei der Aufzeichnung verständlicher Töne. Deshalb bekommen die Männer hier zusätzlich Sender in die Jackentaschen und hochempfindliche Mikrofone an die Krawatten. Das ist Obermeister Dieter Puhlmann, 42 Jahre alt, der Streifenführer. Und dann zu knöpfen wieder, ja? Kann ich sie wieder zumachen. Sein Partner auf dem Funkwagen, Obermeister Arno Koschwitz, 40 Jahre alt. Wir heften uns nun an ihre Fersen während ihrer Streifenfahrten im Revier 64 im Berliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Zwei Tage und zwei Nächte lang. Toni 06-268 kommen. Toni 06-268 in Ausallee kommen. Fahren Sie Erich-Weiner-Straße 19. Seitenflügel, vier Treppen. Dort Verdacht, der 228 kommen. Fahre Erich-Weinert-Straße 19, Seitenflügel 4 Treppen kommen. Empfangen Ende. Nummer 228 ist das Codewort für Einbruch. Schönen guten Tag, Obermeister Puhlmann, Toni 6268. Ja, bei Ihnen ist eingebrochen worden. Bei Ihnen ist eingebrochen worden. Als ich nach Hause kam, war die Tür aufgebrochen, ich kann die Hoffnung nicht mehr zuschließen und er neu chauffiert. Und der kostet ungefähr 1.500. Das sieht nicht gut aus. Ist das so ein ähnlicher wie der? Nee, der sah anders aus. Der hat unten so einen Stein gehabt, so einen ovalen Stein. Ja. Aha. Auch ein Dreiarmiger oder? Nee, vierarmiger. Eine Mitte eingehabt und ringsherum drei. Und dann waren überall Kristallsteine dran. Gut, ist klar. Ich würde sagen, wir verlassen die Wohnung wieder, warten die Kriminalpolizei, damit sie dann also ihre Arbeit machen können. Wir haben sie angefordert. Nachdem die Kripo gekommen ist, wird die Streife fortgesetzt. Fahren Sie Schönhauserlee 133, Geflügelladen, Übernahme einer Funzer kommen. Fahre Schönhauserlee 133, Geflügelladen, Übergabe einer Fundsache kommen. Empfangen Ende. Eine Damenhandtasche ist gefunden worden, ein Bagatellfall, nur nicht für die Frau, der die Tasche gehört. Ein Bild von Seltenheitswert, Schutzpolizist mit Damenhandtäschchen. Fahren Sie Stargarder Straße, Dunker Straße, prüfen Sie dort vor oben mit geringen Folgen kommen. Fahre Stargarder Dunker, prüfe dort vor oben mit geringen Folgen kommen. Empfangen Ende. VU ist die Abkürzung für Verkehrsunfall. Trotz niedriger Schadenshöhe haben sich die Beteiligten nicht einigen können. Obermeister Puhlmann, Toni 06268. Was ist passiert? Folgendes, wir haben Sie in Stargarder Straße in Ihre Richtung gefahren. Wer? Wir, Sie? Also ich jetzt. Mit diesem Fahrzeug? Mit diesem Fahrzeug. Wollte in die Dunkerstraße abbiegen. Ordnungsgemäß geblinkt, eingeordnet, ist dieser Kraftfahrer mir in die rechte Seite gefahren. Ich stand schon. Du bist mir denn gefahren. Ich stand nämlich schon an der Ecke. Der Zeuge, der... Ich stand auch schon an der Ecke. Da bist du rumgefahren. So, ruhig. Immer ruhig Blut. Nur sind wir doch da. Kommen Sie bitte mal. Nun hätte ich gern mal Ihre Schilderung gehört. Ja, ich bin hier oben steil runtergekommen. Er stand hier so in der späten Spur. Mein Vorschlag, wir lassen das ganze Ding über die Versicherung laufen. Nehmen hier keine Abstrafung vor. An Ort und Stelle. Da hätten das Ding weiter. Mit genauer Schilderung des Unfalls. Und dann ist das Ding für uns erstmal gelaufen. Es ist nicht zu überhören, unsere beiden sind Ur-Berliner. Puhlmann hat hier in diesem Kiez sogar seine Kindheit verlebt. Er redet gern über diesen seinen Revierbereich. Tja, na hier, Arnimplatz. Das ist also meine Ecke gewesen, denn ich bin ja hier unten groß geworden, in der Helmut-Dürr-Straße. Früher war die Behmstraße. Du kennst ja auch Scholze, Lehmann, Krause. Alle kennst du, die hier wohnen, die also nicht rausgezogen sind, wo jetzt also im Laufe der Zeit die Kinder herangewachsen sind, mit denen du selbst zusammen zur Schule gegangen bist und dann also nachher sagst, man kriegt, was ist aus denen heute geworden. Und zum größten Teil hast du also in diesem Bereich Bürger zu wohnen, die auch schon Jahrzehnte hier drin gewohnt haben. Natürlich hast du hier auch in unserem Bereich genauso wie in allen anderen auch Bürger zu wohnen, die nur gerade der Polizei lieber von hinten als von vorne sehen. Ist klar, aber ansonsten, naja, du bist damit verwachsen, du bist hier groß geworden. Baustellen spielen im Allgemeinen eine große Rolle, nicht nur bei uns im Bereich,
Hauptsächlich ist natürlich die Fahrer gewesen, die Fahrer der Parkorganisation, die also den Bürger nicht einsehen wollten, dass sie ihre Autos nun nicht unmittelbar vor der Türe haben konnten. Aber ein Fahren von Überzeugung und wenn es dann eben auch mal sein muss, mit einem kleinen Ordnungsgeld, naja, dann hat das meist eingesehen. Und immerhin haben wir ja das Argument auch noch, dass wir ja auch noch da sind, um also sein Eigentum zu schützen. Dafür sind wir ja auch nachts auf der Straße. Die ganze Frage der vielen Hinterhöfe, die waren ja da. Und Hinterhöfe sind ja also auch für uns oder dem Gesetz nicht wohlgesinnte Leute Unterschlupfmöglichkeiten und Fluchtmöglichkeiten. Und aufgrund der teilweisen Entkernung, die ja stattgefunden hat, sind also die Höfe heller geworden, kommt mehr Licht drin. Naja, die Schönhauser Allee hat schon so was Kribbelndes an sich. Da ist immer ein Hin und ein Her und ein Hoch und ein Runter, nur ist das eine große Einkaufsstraße. Wer sie also kennt, und die Berliner kennen sie ja fast alle, die Schönhauser Allee. Dann der Magistratschirm, die U-Bahn. Also irgendwie steckt da altes Berlin drin. Damit kennen wir nun das Wichtigste vom Bereich des Reviers 64, in dem übrigens auf wenigen Quadratkilometern über 60.000 Leute leben. Nachtschicht. Fahren Sie Bornholmer Straße in Teilstelle Straßenbahnlinie 3. Überprüfen Sie Straßenbahn, vermutlich Trunkenheit kommen. Trunkenheitsverdacht bei einem Straßenbahnfahrer. Puhlmann und Koschwitz haben schon einiges erlebt, aber das ist neu für Sie. Haben Sie Alkohol getrunken? Nein. Kein Tropfen? Nein, kein Tropfen. Nein. Ist Ihnen wirklich nur schlecht? Brauchen Sie Dispatcher? Ich habe schon angerufen. Wir haben die Schlepper jetzt abgeholt. Da kann keiner mehr sitzen. Ja, das ist klar. Mir ist auch schlecht. Ich habe keinen Alkohol getrunken, gar nicht. Ich habe eine Belästigung. Ja, wir lassen Sie trotzdem mal boosten. Ja, das ist richtig. Ja, na, logisch. Das Obermeister mal ein Röhrchen aus meiner Kartentasche. Ah, ja, und dann werden wir sehen, ob das also wirklich. Denn wir haben als Hinweis bekommen, die Straßenbahnlinie 22, der klar, Fahrer. Haben wir gesehen, dass ich da gebrochen habe, logisch, nicht. Ist ja vollkommen klar. Ich habe ja auch gleich angerufen, haben wir noch bisher hier geschleppt, weil meistens hat man ja den Eindruck als Fahrer, die Fahrgäste interessiert das überhaupt nicht, was davon vorgeht, aber es ist eben auch manchmal umgekehrt. So. Dankeschön, das reicht. So, keine Grünfärbung, ja. Gut. Also, gesagt, dann wünsche ich Ihnen auf alle Fälle gute Besserung. Das ist eine Geschichte hier. Ja. Dankeschön. Fahren Sie Bornholmer Straße 90. Im Wohnhaus von vier Treppen randaliert eine Person kommen. Eine total betrunkene Frau hat randaliert. Sie wünscht nicht gefilmt zu werden, deshalb zeigen wir nur die Haustür, hinter der das folgende Gespräch stattfindet. Erstmal wollen wir Ihren Personalausweis haben. Erstmal muss ich mich beruhigen. Na, dann beruhigen Sie sich, aber nicht allzu lange. Dann kann ich mich erst mal ein bisschen beruhigen. Mhm. Ein bisschen beruhigen. Wirklich beruhigen. Darf ich das? Naja, aber immer. Wir sind doch ganz normal gewesen. Bleiben Sie hier. Nee, aber kann ich mich nur hinsetzen? Nee, ach, nicht hinsetzen. Sie haben so einen schönen hellen Anzug an. Wollen Sie sich den dreckig machen? Also hier in Bürger, die übermäßig dem Alkohol zusprechen und dann nicht mehr in der Lage sind, ihren Heimweg alleine fortzusetzen und sich dann womöglich noch in ihrem eigenen Dreck sühlen, das ist also was äußerst Unangenehmes. Das empfinde ich eigentlich als sehr unangenehm. Und darum müsst ihr euch auch kümmern? Da müssen wir uns auch drum kümmern, na klar. Wenig später fällt ein Mopedfahrer durch unsicheres Fahren auf. Keine Zulassung. Kein Führerschein. Na gut, dann schieben Sie mal das Fahrzeug bis zur Schliemannstraße, wir kommen hinterher. Um die Angaben zur Herkunft des Mopeds zu überprüfen, wird die Mutter des Jungen aufgesucht. Die haben am Sommer bei mir geholfen, hier malern. Mhm. Der ist damit gekommen, wir hatten mit getrunken. Und hat das Fahrzeug stehen lassen? Genau, und er sollte das unterm Keller stellen. Ja, da hat er sich rausgeholt und ist dann spazieren gefahren damit. Gut, Frau Jenner, ja, Ihr Sohn ist volljährig. Ich habe unten im Waren zu sitzen. Und wo, was machen wir? Na, wir lassen ihn jetzt laufen. Ich wollte ja bloß überprüfen. Ihnen steht fest, er kriegt von uns also eine Ordnungsstrafe.
Fahren Sie Marienburger Straße 31 Anton. Dort verdächtige Personen im Haus. Sie werden vor dem Haus durch Mieter erwartet kommen. Die Hausmeisterin eines leerstehenden Gebäudes glaubt, in einer Wohnung Schritte gehört zu haben. Die Hausmeisterin hat sich offensichtlich geirrt. Abermals erregt ein Mopedfahrer Aufsehen, diesmal durch zu hohe Geschwindigkeit. Frage, wie viel fahren wir in der Willy-Bredel-Straße? 50. Wie viel sind wir gefahren? Puhlmann kennt diesen jungen Mann. Er hatte erst kürzlich mit ihm auf eine ganz besondere Weise zu tun. Da hat mich die Mutter 2 oder 3 Tage Lichte zurück angerufen und bat darum, ob wir nicht also irgendwie eine Möglichkeit hätten, ihn daran zu hindern, mit seinem Fahrzeug zu fahren, da der Verdacht nahelag, dass er also Alkohol getrunken hat. Und ich habe dann also unsere Funkwaren eingewiesen und die haben dann also auch geholt. Und wir stellten also fest, wirklich, er hat was getrunken, er ist aber noch nicht gefahren. Wir sind also vorher da gewesen, glücklicherweise kann man sagen. Fahren Sie schön aus der Ledenenstraße, Taxistand, Ruhestörung durch Musikinstrumente kommen. Dass Sie mit Ihren Musikinstrumenten Ruhestellen Lärm verursacht haben, ist Ihnen bekannt. Bloß die andere Frage ist ja, diese Bürger, die hätten sich ja mal melden können bei uns. Sie sind der Meinung, wenn dort jemand aus dem Fenster gerufen hätte, hören Sie bitte auf zu trompeten, dann hätten Sie aufgehört. Ja. Ich muss Ihnen dazu sagen, dass Sie mit einer Ordnungsstrafe zu rechnen haben, aufgrund des Ruhestörenden Lärms, den Sie verursacht haben. Nicht? Tief in der Nacht wird die Streife beendet, die Arbeit allerdings noch nicht. Alles, was während der Einsätze notiert wurde, muss übertragen werden. Je mehr passiert ist, umso mehr Schreiberei. Das ist ein wichtiger, aber nicht unbedingt der angenehmste Teil des Dienstes. Der nächste Tag. Puhlmann erzählt von einem seiner ersten Einsätze mit Sondersignal. Wir standen in der Wispelstraße, bekamen einen Auftrag, zur Sretzkystraße zu fahren. Das war ein dringendes Hilfeersuchen. Ja, und unter Hilfeersuchen kann man sich ja viel vorstellen. Komm da hin, da steht, sagt der Pförtner, kommt bloß schnell, Genossen. Hier ist eine Frau, die hatte Wehen. Die werden der Mutti nur eingeladen und ab zur Charité, also zur Schumannstraße, nee, Schumann-Zielstraße ist das, war die Frauenklinik. Naja, und kurz bevor wir da waren, da ging das schon los. Also Mutter hinten sich, ach, das geht los, das geht los. Die fing an zu winseln. Ich sage, halten Sie feste, wir sind gleich da. Naja, aber es passierte dann im Wahren. Die Fruchtblase platzte, das Wasser lief aus, das Fruchtwasser lief alles aus. Und wir kamen dann auch an. Hebearme kamen, Schwester kam, Doktor kam. Na, und da war doch schon passiert, wa? Haben sie dann das Baby und die Mutter und... Also, oh, wir haben vielleicht Blut und Wasser geschwitzt. Also. Auch Koschwitz hatte ein bewegendes Erlebnis mit einer Frau im Funkwagen. Es trug sich während der Weltfestspiele 73 zu. So, wir wollten eigentlich gerade zur Pause fahren. Da haben wir also gesehen, dass noch ein Funkwagen drin steht. Und haben wir noch eine Runde weitergemacht und Schönhauser Allee-Ecke, Sretzkystraße, wohnen wir, angehalten. Mit der Bemerkung, dass der Wagen der Valentina Tereshkova einen Schaden hat. Und sie unbedingt zum Staatsrat, zum Empfang des Genossen Honecker gebracht werden müsste. Und daraufhin haben wir dann die Valentina Tereshkova eingeladen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, war also ziemlich stolz, aber auch gleichzeitig aufgeregt. Denn mit einer Frau zu fahren, die also schon im Weltraum rumgekreist ist, ist ja doch nicht so
Was Normales. Normales, richtig. So, naja, als du denn drin saß, hast du dann also auch so gesagt, dass er also schon im Weltraum rumgeflogen ist, aber noch nie mit einem Funkwagen der Miliz gefahren ist. Und sie für sie also auch ein Ereignis ist, was sie also so schnell nicht vergessen kann. Der krönende Abschluss war dann gewesen, wo er dann vom Staatsrat ankam. Der Nosse Honecker stand oben und wollte die Valentina Tereshkova begrüßen. Sind wir dann ausgestiegen und dann hat uns jeder noch einen Kuss auf der Wange mit einer Widmung, Bild und Unterschrift gegeben. Das war für mich so bewegend, dass ich also die Situation nie vergessen werde. Solche Sternstunden sind natürlich selten. Weiter im Alltag. Fahren Sie Raumer Straße, Senefelder Straße, prüfen Sie dort, wo mit geringen Folgen kommen. Und daraus besteht ja recht häufig der Alltag, aus sogenannten VU mit geringen Folgen. Und die Fahrzeugpapiere. Naja, ne, ist ja nur halt nicht zu ändern dran. No, da wird eh noch aufgefahren sein. Aber ihr fragt irgendwie, ob schon einer was... Ich habe drüben den Kollegen aus dem Fußballplan gehabt, und ich habe auch drüben die Jungen geschrieben. Hat die gesehen, hat keiner was gesehen? Nee. Nun, nö. Die haben sich unterhalten, die haben da einen Schubach gegeben. Und er sagt, er hat auch nicht. Und wie lange hat das Fahrzeug hier gestanden? Vielleicht eine Stunde vielleicht. Fahren Sie Wispierstraße 10 Berta. Dringende Hilfe suchen. Verdammt, 205 kommen. Eine alte Frau ist von der Sparkasse und vom Einkaufen kommend im Keller ihres Hauses überfallen und beraubt worden. Also ich habe den Mann gesehen. Dunkelgrüne Lederjacke. Dunkle Hose. Die Zeugin sah den Täter flüchten und kann ihn beschreiben. Herr Obermeister, zwei weitere FSDW hierher. Kuhlmann fordert zwei weitere Toni-Wagen an. Koschwitz gibt das weiter. Straße, Stadtgebiet Pankow kommen. Frau Eibel, können Sie sitzen? Die alte Frau, sie ist über 70. Hat sie mal über den Kopf geschlagen, da hat sie was gehabt, wie eine Keule mit Leder. Hat mich hingestoßen, hat mir mal über den Kopf geschlagen. Ich habe ja Hilfe gekriegt. Und sie sind vom Einkaufen gekommen, ja? Gekommen, ja. Und ich habe Katzenstreu noch rausnehmen wollen gleich. Und das ist im Keller gewesen? Oder? Ja, im Keller, ja. Hier sind die Schlüssel, wenn Sie mal zeigen wollen. Der Mann ist also ein Kopf größer als ich, vielleicht 1,70. Koschwitz nimmt die genaue Beschreibung des Täters auf, übermittelt sie danach der Zentrale. Dunkles Haar. Die Haare fallen ihm so ein bisschen in die Stirn. Dunkles Haar, ja. Eine dunkelgrüne Lederjacke. Der zweite Toni-Wagen kommt. Kuhlmann informiert. Frau Leipold ist die Zeugin eines Überfalls auf eine ältere Dame, nicht Zeugin. Die auf alle Fälle ist eine ältere Dame überfallen worden durch den Täter. Moment doch mal. Ja, durch Moment. Einen jugendlichen Täter, vermutlich jugendlichen Täter. Mhm. Die Personenbeschreibung, sie kennt, also sie weiß genau, wie der Bürger aussieht, der das gemacht hat. Mhm. Ich würde euch bitten, die Frau einzuladen und mit ihr die Umgehung abzufahren. Eine Kratzstreife trifft ein. Der Fahrer wird unterrichtet, sucht danach sofort die Umgebung ab. Wir haben hier einen Überfall auf eine ältere Dame. Die Zeugin wird im zweiten Toni-Wagen durch die umliegenden Straßen gefahren. Die schnelle medizinische Hilfe trifft ein. Die alte Frau ist verletzt. Sie klagt über mächtige Schmerzen in der Hüfte, Oberschenkel. Ja. Kann also zurzeit nur stehen. Ja. Die Mieter des Hauses kümmern sich. Mal sehen, ob wir da etwas. Die Männer in Zivil gehören zur Kriminalpolizei. Koschwitz erstattet Bericht. Welche Richtung, Pankow? Hier raus. Hier geradeaus. Hier war das und raus. Ja, hier Niederlichtung raus und Richtung Pankow. Personenbeschreibung an alle FSDW durchgegeben. In den letzten Minuten ging das hier Schlag auf Schlag. In diesem Augenblick wird schon im gesamten Stadtgebiet nach dem Täter gefahndet. Die alte Frau ist unfähig zu laufen. Moment. 06268 ja. Sind wir. Ja. Die Kripo will Details wissen. 51 05 252. Kratzstreife 69. Kratzstreife 64.
Wenig später wird der ABV informiert. Wie und in welcher Geschwindigkeit hier auf das Verbrechen reagiert wird, ist erregend und beruhigend zugleich. Es vermittelt trotz des schlimmen Anlasses ein Gefühl von Sicherheit. Das dauert manchmal Wochen, Monate, bis du also so einen Auftrag kriegst, wie also jetzt eben gewesen ist, dass wir also die schnelle medizinische Hilfe brauchten. Dass wir also mehrere Genossen gleich einsetzen mussten, um eine Absuche nach dem Täter durchzuführen. Denn die Aufklärungsquote in dieser Frage liegt also unwahrscheinlich hoch. Ich kann jetzt nicht sagen, wie hoch, aber knapp unter 100%. Dass wir also da sagen können, der kommt nicht weit oder nicht allzu weit. Fahren Sie Schirmfließerstraße 18, übernehmen Sie dort aufgegriffenes Kind, kommen. Fahre Schirmfließerstraße 18, übernehme dort aufgegriffenes Kind, kommen. Empfangen Ende. Ein entlaufenes Kind ist zum Revier gebracht worden. Es sagt, es wohne in der Schönhauser Allee. Und die Hausnummer, weißt du die auch? Was ist denn das? Da sind Blaulichter. Und das Blaulicht. Mhm. Das leuchtet schön, wa? Mhm. Ja, da, Maria. Und wann gehen wir hier rein? Möchtest du rein? Nee. Nee? Hast du Angst vor dem Funkwagen? Nee. Na dann los. Ich zeig euch erst, wenn wir da sind. Ja, aber dann musst du schön aufpassen. Ja. Du musst uns schön zeigen, wenn wir da sind. Lehnstraße? Da ist eine Gegenstraße. Ich denke, du wohnst in der Schönhauser Allee. Aber da wohne ich doch. Ach, da wohnst du? Ah, nur rechts rum. Hier rum. Die Hausnummer weißt du nicht. Nee, darf ich auch gar nicht wissen. Na, ja, ich dachte, dass du schon so groß bist und alles weißt. Mhm. Ach, mit keinen Bäumen. Keine Bäume? Was denn? Mit Blumen. Mit Blumen? Und Sträuchern. Und nur Sträuchern. Viel Sträucher oder wenig Sträucher? Viel. Mhm. Ganzen Spielplatz mit Sträuchern. Ganzen Spielplatz mit Sträuchern. Ich würde sagen, wir fahren nach der Scherenbergstraße. Das ist die einzige Wochenkrippe, die wir in unserem Bereich haben. Und da mal nachfahren. Das ist 17.34 Uhr. Da könnt ihr also von der Zeit her hinkommen, dass da auf alle Fälle Wochentrip ist ja sowieso immer einer da. Nee, das ist auch nicht? Der ist es nicht. Wie heißt denn deine Erzieherin? Schöpfke. Was? Schöpfke. Schöpfke. Ist deine Erzieherin? Hm? Frau Schöpfke. Frau K. Schöpfke. Ach, Frau K. Schöpfke. Na, pass mal auf, ich gehe mal gucken hier im Kindergarten und werde mal sehen, ob da eine Frau Kaschupfke ist, ja? Ja. Gut, bleib so lange hier. Hm? Gut. Es ist nicht der Kindergarten des Mädchens, aber Pullmann hat mit dem Revier telefoniert. Arno, wir fahren zum Revier, die Mutter ist da. Ist das die Mutti da? Hier vor uns? Guck mal hier. Vor uns? Ja. Ist das die Mutti? Ist das ihr Töchterlein? Das ist doch nur hingegangen. Nun bleiben Sie mal ganz ruhig, Frau Barz. Wir hatten uns immer was von Kindergärten und Wochenheim erzählt. Sie ist im Kinderwochenheim Heinersdorf, wenn ich arbeiten gehe. Heinersdorf. Aber sie ist erkältet und deshalb ist sie nicht im Kindergarten im Moment, ja. Wo wohnen Sie denn? Na, in Pankow, Haßfurter Weg. Aber sie erzählt das immer von Schönhauser Allee. Meine Wohnung wird renoviert und wir wohnen hier gemeinsam bei meinem Freund an der Malmöer Straße. Das weiß ich aber auch, ja. Das weiß ich. Du bist nur zu Hause. Du ist doch nicht so schlimm. Ach, Mama ist hier rumgerannt wie eine Verrückte. Sag mal Dankeschön. Tschüss. Und nicht wieder ausrücken, was ihr hört. Vorbei. Wiedersehen.
Eine solch erlöste, dankbare Mutter gibt Kraft, so etwas entschädigt für vieles. Davon kann man auch zehren, wenn man sich mit den Betrunkenen der Nacht herumärgern muss. Fahren Sie Radestraße 11, dort Hilfe suchen, Sie werden Feuerhaus erwartet. Kommen Sie. Und da sind sie auch schon. Eine alkoholisierte Frau, sie hatte Ärger mit ihrem Partner, die schnelle medizinische Hilfe rief um Unterstützung. Der war aber zu dem Zeitpunkt, als sie... Er war ruhig. Ich meine jetzt, als sie in die Wohnung kam, war er da schon da, der Bürger. Wir waren in der fremden Wohnung. Wir waren nicht in der Wohnung dieser Patientin hier, sondern in der Wohnung, die darunter liegt. Besonders nachts gehen sie hin und wieder ein paar Schritte zu Fuß. Manches lässt sich nur außerhalb des Autos kontrollieren, außerdem vertreibt die frische Luft aufkommende Müdigkeit. Pullmann ermahnt währenddessen zwei Radfahrerinnen. Unsere Bürger müssten eigentlich wissen, bitte also, wenn sie nachts auf der Straße mit ihrem Fahrrad, was also keine Beleuchtungseinrichtung gerade hat, nachts einfach nicht fahren können. Ciao. Da ist ja noch Janisch dran. Da möchte er erst mal was dran. Du musst also noch allerhand Geld sehen, das Fahrrad, damit es dann richtig zu ihrem richtigen Fahrrad wird. Fahren Sie Stargarder Straße 54, dort Ruhestörung kommen. Nachts der häufigste Fall Ruhestörung. Der hier Wohnende ist von Koschwitz schon mehrmals ermahnt worden, deshalb übernimmt er die Sache. Schönen guten Tag, Obermeister Koschwitz. Wir sind jetzt bereits mindestens dann bei Ihnen das dritte Mal gewesen. Wegen ruhestörenden Lärm. Immer wieder ist es derselbe Ausgangspunkt, dass Sie hier überlaut Ihre Musik hören. Die Frau beschwert sich ja immer. Dann muss doch ein Grund vorliegen. Ja, ich wieso nicht. Ich sage ja, die Leute, die muss irgendwie lauschen. Was lauschen? Ich kann doch so leise haben, die kommt trotzdem runter und beschwert sich, dass ich Musik anhabe. Ich kann nicht dafür, wenn sie kein Radio hat. Ich hatte doch das letzte Mal vorgeschlagen, wenn das so ist, dass beide Parteien sich zusammensetzen mit dem AWV und die Sache dort mal ausdiskutieren. So, das galt für Sie sowie für die Meldende. Machen wir das Ordnungsstrafverfahren wegen ruhestörendem Lärm im Wiederholungsfall. Ja, und was Sie haben, ist ein Ordnungsstrafverfahren zu erwarten, da hier der Wiederholungsfall vorliegt, der Ruhestörung. Dies ist der letzte Fall, der am Ende dieser Nachtschicht aus dem kleinen Buch in das große Buch übertragen werden muss. Unsere zwei Tage und zwei Nächte mit der Besatzung des Toni-Wagens 268 sind vorüber. Wir haben alles getreulich aufgezeichnet. Der Ton, denken wir, war in Ordnung, aber das lag wohl in erster Linie daran, dass Pullmann und Koschwitz sich in jeder Situation präzis und unmissverständlich auszudrücken pflegen. Es ist uns klar geworden, für diese Arbeit braucht man Kraft, Nerv und eine gehörige Portion Enthusiasmus. Wir sind nach diesen zwei Tagen und zwei Nächten ein bisschen gestresst. Pullmann und Koschwitz aber erleben solche Tage und Nächte bereits seit mehr als 20 Jahren.